Vielen Dank, Herr Bach. Vielen Dank auch dafür, dass Sie sich durch diesen Mund voll von Formulierungen durchgearbeitet haben. Das die erste Hürde haben wir schon genommen. Zweite Hürde, ich möchte jetzt als nächstes mit Ihnen meine Präsentation teilen und wäre dankbar, wenn Sie mir alle mit Kopfnicken, Kopfschütteln zu verstehen geben könnten, ob das hier alles so klappt, wie ich mir das denke. Sie Das sieht müssten super aus. genau jetzt die Präsentation sehen. Ja, wunderbar. Das heißt, Herr Bach hat es am Anfang schon gesagt, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, um eine grundlegenden Überblick über Maßnahmen der zivilen Friedenssicherung zu bekommen. Ich habe gesehen, dass Sie schon ganz großartig vorher diskutiert haben, ganz viele Fragen, die Frau Hecker, Frau Bastin, auch Frau Keller schon angerissen haben, hoffe ich im Vortrag vielleicht ein bisschen beleuchten zu können. Wir haben aber, und ich zeige Ihnen jetzt die einzelnen Punkte, die ich mit Ihnen besprechen möchte, am Ende meines Vortrags noch Zeit für Fragen. Sie müssen sehen, der Vortrag ist so vorbereitet, was ich denke, was Sie von mir wissen wollen, aber nur durch Ihre Fragen kann ich dann wirklich beantworten, wo Ihr Interesse liegt. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir beginnen mit der grundlegenden Frage, was ist Frieden? Wir reden die ganze Zeit von Friedenssicherung, dann müssen wir eine gute Vorstellung davon haben, was eigentlich Frieden ist. Dann gucken wir uns an, warum Deutschland überhaupt Maßnahmen, zivile Friedenssicherungsmaßnahmen verfolgt. Und das ist nicht möglich am dritten Punkt, ohne einen kurzen Blick in die Geschichte zu werfen. Hier alles im Rahmen von 20 Minuten. Es wird nicht unendlich tief, aber wir müssen so ein bisschen verstehen, von wo wir kommen und wo wir uns hin entwickeln gerade. Dann haben wir die ganze Zeit über die Theorie gesprochen und gehen dann im vierten Punkt darauf ein, was genau eigentlich zivile Friedensmaßnahmen sind. Sie haben schon ganz viele Punkte ge genannt. Notlindern, ist es jetzt Militär, ist es nur Entwicklungszusammenarbeit? Da gehen wir in dem Punkt drauf ein. Und in den letzten beiden Punkten befassen wir uns damit, wie Deutschland mit den Vereinten Nationen, mit der Europäischen Union, aber auch mit einzelnen Staaten zusammenarbeitet im Außenhandeln. Und im letzten Punkt gucken wir uns das Innenhandeln an. Wie gehen eigentlich die einzelnen Ministerien, die in Deutschland mit ziviler Friedenssicherung befasst sind, wie arbeiten die eigentlich miteinander? Abschließend, wie gesagt, da freue ich mich sehr darauf, auf Ihre Fragen. Erster Punkt, was ist Frieden? Wenn wir an Frieden denken, und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die Sie davor schon diskutiert haben, dann denken wir vor allen Dingen erstmal an die Abwesenheit von Gewalt. Das ist aber tatsächlich nur eine absolute Grundvorstellung davon, worum es dabei eigentlich gehen soll. Sie erkennen, dass es die reine körperliche Unversehrtheit wahrscheinlich ein bisschen wenig ist für Frieden. Deswegen, Gesellschaften müssen noch viel mehr garantieren als nur die körperliche Unversehrtheit. Beispielsweise müssen sie sicherstellen, dass ihren Mitgliedern kein Unrecht geschieht, dass keine Gruppen strukturell aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Auch das haben Sie schon erwähnt, dass keine Menschenrechte verletzt werden. Und nur eben mit diesen Mindestvoraussetzungen, von diesen umfassenden Gedanken von Frieden, kommen wir zu etwas, was in die Nähe eines stabileren Friedens kommt. Aber warum verfolgt jetzt Deutschland eigentlich zivile Friedensmaßnahmen? Werfen wir einen Blick in die UN-Charta, dann sehen wir in Kapitel 1, Artikel 1, Absatz 1, ganz oben als erstem Teil dieser Charta. Ich lese vor, die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele. Erstens, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen. Frieden ist zentral in diesem Punkt. So. Deutschland hat diesen ganzen Punkt in seinem Grundgesetz auch nochmal reflektiert, nicht nur, weil es Teil der Vereinten Nationen ist, sondern auch als Teil der historischen Erfahrungen, die Deutschland in seiner eigenen Geschichte gemacht hat. Ich lese wieder aus dem Grundgesetz vor, diesmal auch Artikel 1, Absatz 2 ganz vorn. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzten, unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Und auch im sogenannten im Vorwort des Grundgesetzes finden wir wieder den Bezug. Von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Hier der Bezug, Deutschland macht diese ganzen Friedensmaßnahmen nicht im Alleingang, sondern sieht sich als Element
einer europäischen Gemeinschaft und wird im Rahmen dieser europäischen Gemeinschaft sich für den Frieden in der Welt einsetzen. Jetzt gibt es aber nicht nur rechtliche Grundlagen dafür, warum Deutschland den Frieden in der Welt befördern will. Und darüber haben Sie tatsächlich schon gesprochen. Sie haben über die internationale Verflechtung der deutschen Wirtschaft gesprochen. Deutschland ist ein stark international vernetzter Staat, ist exportorientiert. Länder mit internen Krisen handeln weniger, Krisen bedrohen Handelsrouten. Ein weiterer Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist die ungeregelte Migration. Ungeregelte Migration kann sich destabilisierend auf die Herkunftsländer auswirken und kann aber auch in den Empfängerländern destabilisierend wirken. Insofern ist die Regelung ungeregelter Migration ein großes Thema der zivilen Friedenssicherung. Und letzter Punkt, auch das darf nicht vergessen werden, Terrorismus und Extremismus, so sie den Weg nach Europa finden, stellen natürlich ein Sicherheitsrisiko für die Bürgerinnen und Bürger dar. Und darum setzt Deutschland sich eben neben seinen rechtlichen Grundlagen auch aus tagesaktuellen politischen Beweggründen für zivile Friedensmaßnahmen ein. Ich sagte es am Anfang schon, einen kurzen Blick in die Geschichte müssen wir wagen. Jetzt kann man natürlich mit Entwicklungen sehr weit früh anfangen. Ich habe mich aber entschieden, hier für die Präsentation Ihnen das Jahr 1990 rauszuwählen. 1990 fällt der Eiserne Vorhang. Was bedeutet das für uns? Die Blockkonfrontation ist zu Ende. Die internationale Staatengemeinschaft muss sich komplett neu organisieren. Und zeitgleich bricht in Europa Anfang der 90er die Jugoslawien-Krise aus. Das bedeutet, wir haben Bürgerkrieg auf deutschem Boden. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an die Debatten, die damals so in den 90ern geführt wurden, als nämlich 1995 das erste Mal deutsche Soldaten im Rahmen einer VN-Mission entsandt wurden, also damals nach Jugoslawien. Es waren extrem hitzige Debatten um diesen militärischen Einsatz, der dazu dienen sollte, diese Krise zu beenden. Aber auch in den nächsten Einsätzen, zum Beispiel 1999, als deutsche Soldaten in den Kosovo entsandt wurden, wurde klar, entwickelt sich langsam so von diesen rein militärischen Einsätzen, fängt in Kosovo das Gefühl an, für zivilen Frieden, für zivilen Wiederaufbau braucht es bestimmte Kapazitäten. Und natürlich haben wir zu dieser Zeit schon die Entwicklungszusammenarbeit unbenommen, aber es gibt nicht diese Instrumente dafür, in dieser Zahl in Deutschland und in dieser ausgereiften Tiefe, die man bräuchte, um die Vereinten Nationen gezielt beim zivilen Wiederaufbau zu stützen. Das bewahrheitet sich auch 2002 bei der Entsendung von deutschen Soldaten nach Afghanistan. Und hier kulminiert das Ganze. Haben dann 2002 eben dieser Versuch, dieser Kombination aus militärischer Stabilisierung und ziviler Stabilisierung. Und 2004 haben wir darum das erste Mal diesen gebündelten Instrumentenkasten, den der Aktionsplan Zivile Krisenprävention darstellt. Da haben wir das erste Mal, dass sich die Bundesregierung zusammengesetzt hat und sich einen Plan dazu gemacht hat, welche Kapazitäten Deutschland eigentlich haben muss, um sich gezielt für Frieden in der Welt auf zivile Weise einsetzen zu können. Und alles, was ich Ihnen aber heute erzähle, basiert auf den sogenannten Leitlinien zivile Krisenprävention, die im Original auch noch einen längeren Namen haben. Die sind von 2017 und die gehen noch weiter in die Tiefe, entwickeln bestimmte Prinzipien und setzen sich damit auch sehr auseinander, wie die einzelnen Ministerien im Rahmen der zivilen Krisenprävention zusammenarbeiten sollten. Ja, also was ich Ihnen darstellen möchte, ist, dass Sie diese Entwicklung haben von militärischen Einsätzen, der Erkenntnis, dass rein militärisch nicht zu stabilisieren ist und dann dem Versuch, diese zivilen Instrumente zu entwickeln, die wir für den zivilen Wiederaufbau brauchen. So, und jetzt haben wir ganz viel über zivile Friedensmaßnahmen gesprochen, aber sind noch nicht richtig reingestiegen in, was eigentlich dahinter steckt. Und das möchte ich jetzt im Folgenden machen. Ich werde Ihnen jetzt im Folgenden 8 Instrumente vorstellen aus der zivilen Friedenssicherung und Ihnen kurz erklären, was das Ziel dieser Maßnahmen ist und was genau sich dahinter verbirgt.
innerhalb von 20 Minuten ist das alles immer nur übersichtsweise möglich. Aber Sie haben nach mir noch drei kurze Präsentationen von Expertinnen und Experten, die sich genau mit dieser Ausgestaltung befassen. Also das heißt, hier kurzer Anriss, Sie werden danach später noch intensiver davon hören. So, wir beginnen. Das erste Instrument, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Friedensmediation. Im Rahmen der Friedensmediation werden deutsche Expertinnen und Experten in die Kontexte entsandt, in denen sich ein Konflikt entwickelt hat. Und die, müssen Sie sich vorstellen, sprechen mit den bewaffneten Gruppen. Ziel ist es da, aber ist es davon, dass diese Gruppen sich eben nicht mehr ihren Konflikt mit Waffen austragen, sondern in einem Dialog in alternative Streitschlichtungsmechanismen eingeführt werden. Wichtig ist dabei, dass die Mediatoren und Mediatorinnen die Unterstützung aller Seiten für diese Betreuung haben. Vielleicht gibt es einige Polizistinnen und Polizisten unter Ihnen, die vielleicht schon mal von Sicherheitssektorreformen gehört haben. Also was ist Sicherheitssektorreform? Hier geht es darum, dass Polizei, teilweise auch Militär, mit Ausbildung und Ausstattung dabei geholfen werden soll, die Bevölkerung besser vor Gewalt zu schützen. Polizei und Militär sollen sich dabei aber streng an Gesetze halten und bei ihrer Arbeit vom Parlament überwacht werden. Und warum habe ich die Polizistinnen gerade angesprochen? Da werden tatsächlich im Rahmen der Sicherheitssektorreform deutsche, zum Beispiel Polizistinnen, also ihre Polizistinnen aus zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, werden in Einsatzkontexte geschickt und die üben mit den Kolleginnen und Kollegen, die sie vor Ort haben, zum Beispiel das Verhören von Verdächtigen. Es werden aber auch Menschenrechtsschulungen zum Beispiel für Militärs durchgeführt, um eben, Sie haben schon über Menschenrechte gesprochen, sicherzustellen, dass diese eben nicht überschießend Gewalt anwenden, sondern sich im Rahmen des Rechts bewegen bei ihren Aktionen. Zur Sicherheitssektorreform gehören aber auch Schulungen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern dazu, wie sie effektive Kontrolle über das Militär ausüben können. Das nächste Instrument, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die sogenannte Rechtsstaatsförderung oder Übergangsjustiz. Auch hier, Sie finden das, werden es immer wieder finden, geht es darum, dass eben von den Streitbeilegungen oder von den Konfliktaustragungen mit Waffengewalt weggekommen werden soll zu zivilen, friedlichen Mitteln der Streitbeilegung. Hier wird das Recht als Mittel der Streitbeilegung in den Fokus geholt. Und was passiert, also wie genau wird Rechtsstaatsförderung betrieben? Gerade nach Massengewalt-Events werden zum Beispiel Richterinnen und Richter geschult darin, wie sie Gesetze anzuwenden haben. Es werden Schulungen wieder von Parlamentarierinnen und Parlamentariern durchgeführt, wie ordentliche Gesetze zu schreiben sind. Es wird aber auch der Bevölkerung vermittelt, welche Rechte sie überhaupt haben, damit sie sie im Gegenzug geltend machen können. Außerdem wird zwischen Bevölkerungsgruppen vermittelt, hier wieder sich mit den Mitteln des Rechts zu einigen. Jetzt habe ich schon viel von Parlamentariern erzählt, deswegen das nächste Instrument, die sogenannte Demokratisierungshilfe. Das Ziel der Demokratisierungshilfe ist es, dass Meinungen der Bevölkerung in den Parlamenten wiedergespiegelt werden. Und dass Wahlen ohne Fälschungen stattfinden, sodass hier auch die Repräsentation gesichert werden kann. Ziel ist es genauso, dass Parlamente die ihnen zugeteilten Aufgaben auch ordentlich erfüllen. Und ein klassisches Instrument, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben, ist die sogenannte Wahlbeobachtung. Da werden Expertinnen in die Kontexte geschickt und werden überwachen, ob die Wahlen tatsächlich ohne Fälschungsversuche abgelaufen sind und dafür Daten sammeln. Teil der Demokratisierungshilfe ist auch die Förderung von Austausch, von Dialogen zwischen Parlamentariern mit der Bevölkerung und auch Schulungen von Parlamentariern, die zum Beispiel durch die deutschen Stiftungen viel durchgeführt werden. Das nächste Argument, das müsste Ihnen sehr bekannt vorkommen, weil das ist das, was wir gerade tun. Wir befinden uns in einem Dialogformat. Das ist, finden Sie auf der Folie unter Dialogformat Bürgerstaat. Bürger. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Ziel ist es, dass sich Menschen im Streitfall friedlich einigen darüber, was getan werden muss. Auch darüber haben Sie schon gesprochen,
Bestimmte Ressourcen sind einfach knapp. Zugang zu Wasser, Zugang zu Land, Zugang zu staatlichen Hilfen können begrenzt sein. Und der Weg, wie diese aufgeteilt werden müssen, soll eben friedlich gestehen. Deswegen werden Gesprächsrunden zwischen Bürgern und Staat, Bildungsveranstaltungen, aber auch Gesprächsrunden zwischen Bürgerinnen und Bürgern angeregt, sodass sich hier Gespräche entwickeln und nicht Seiten, die sich einfach nur gegenüberstehen. Ein Instrument, das Sie vielleicht schon aus der Entwicklungszusammenarbeit kennen, ist das der Ernährungssicherheit, relativ einleuchtend. Das Ziel davon ist, dass ständig ausreichend preiswerte Lebensmittel zur Verfügung stehen, aber auch, dass es Wissen innerhalb der Bevölkerung darüber gibt, was gesunde Ernährung überhaupt ist. Hier sind die klassischen Maßnahmen, wie gesagt, sehr stark aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, die Verbesserungen beim Anbau, Unterstützung bei der Lieferung von Schulessen, aber auch das Bereitstellen zum Beispiel von besseren Samen, Saatgut für den Anbau oder die Entsendung von Expertinnen, die Verbesserungen in der Nutztiermedizin hervorbringen sollen, damit hier eben die Ernährungssicherheit gesichert ist. Unser nächster Punkt, ich weiß nicht, ob manche von Ihnen sind vielleicht im technischen Hilfswerk engagiert, vielleicht haben Sie davon schon gehört. Das nächste Instrument ist das sogenannte Katastrophenrisikomanagement, ist die Präsentation der langen Worte. Worum geht es? Also Fluten gibt es. Es können Flutkatastrophen passieren, ist aber vorher ein Damm gebaut, können die schlimmsten Effekte dieser Flut unter Umständen eingedämmt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist die Grundidee von Katastrophenrisikomanagement. Also im Zentrum stehen hier das Bauen von die Ausbildung von Bauarbeitern durch das THW, aber auch der Aufbau von, also das Technische Hilfswerk ist das THW, aber auch der Aufbau von Feuerwehren, von Krankenhäusern, das Entwickeln von Notfallplänen und das Entwickeln von Regeln, wer im Notfall was zu tun hat. Das letzte Instrument, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist der sogenannte Wiederaufbau von Basisinfrastruktur und Dienstleistungen. Wieder große Worte. Es geht darum, dass eben nach Gewalt oder nach Katastrophen Gebäude wieder aufgebaut werden, Straßen wieder aufgebaut werden, aber auch Personen. Entschuldigung. Aber auch Personen eben darin geschult werden, dass sie auf lange Sicht diese Leistungen auch selbst erbringen können. Im Zentrum hierbei sind Marktplätze, Brücken, Lohnzahlungen von Bauarbeitern und die Ausbildung der Personen davon. Das ist die Heizungsluft, die tut uns eigentlich gut. Also Sie sehen, es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten im Kontext, im Rahmen der zivilen Friedensmaßnahmen auf Frieden und Konflikte einzuwirken. Es gibt eben nicht nur das Militär auf der anderen Seite und die Entwicklungszusammenarbeit auf der anderen Seite, sondern das Portfolio ist einfach wahnsinnig groß. Wie genau wird das Portfolio jetzt aber organisiert? Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, der Zusammenarbeit von Deutschland mit den Vereinten Nationen, der Europäischen Union und einzelnen Staaten. Ich habe am Anfang schon gesagt, Deutschland führt diese ganzen Maßnahmen nicht alleine durch, sondern im Rahmen der Vereinten Nationen oder der EU. Bei den Vereinten Nationen haben Sie meiner Meinung nach schon drüber gesprochen, da haben Sie von den Blauhelmen gehört. Das ist die militärische Komponente von internationalen Friedenseinsätzen der Vereinten Nationen. Es gibt aber auch zivile Komponenten, in deren Rahmen zivile Expertinnen aus den Instrumenten, die ich Ihnen davor vorgestellt habe, in Einsatzkontexte gesandt werden und dann dort beraten, Schulungen durchführen und am zivilen Wiederaufbau weiterhelfen. Berühmte Beispiele, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, sind MINUSMA in Mali, aber auch UNSMIL in Libyen. Und das gilt natürlich nicht nur für die Vereinten Nationen, das gilt auch für die Europäische Union. Deutschland schickt im Rahmen der Europäischen Union zum Beispiel Polizistinnen in Einsätze, die dort zum Beispiel in den palästinensischen Gebieten Ausbildung von Polizeikräften vornehmen. Dazu gehören aber auch Beobachtungsmissionen zur Absicherung von Waffenunruhen. Also das eine, die läuft zum Beispiel gerade in Georgien. Oder klassisch auch eine sehr langlaufende Mission ist die zum Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen im Kosovo, EULEX.
Also das heißt, es gibt diese Zusammenarbeit mit den VN, mit der Europäischen Union, aber Deutschland kann natürlich auch mit den Staaten selbst in Kontakt treten. Und wenn die Analyse ergeben hat, dass es Potenzial für Frieden und für Konflikt gibt, den Staaten direkt Unterstützung zu zivilen Friedensmaßnahmen anbieten. Ganz wichtiger Punkt ist aber, dass Deutschland sich auch unterhalb der Regierungsebene engagieren kann. Deutschland muss zivile Friedensmaßnahmen nicht zwangsläufig mit Staaten durchführen, sondern kann auch mit zum Beispiel mit Menschenrechtsgruppen in Kontakt treten, mit Frauenverbänden, mit Interessenverbänden, die sich für eben diesen umfassenden Friedensbegriff einsetzen, den ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe. Das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. So, jetzt wissen wir, wie Deutschland im Ausland, also wie Deutschland nach außen zusammenarbeitet. Wie arbeitet Deutschland jetzt aber im Inneren zusammen? Weil Sie fragen sich jetzt als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sicher, wie wird eigentlich entschieden, welches Projekt wann und wo aufgesetzt wird? Und beim Militär ist es einfach, das hatten Sie sicherlich auch schon gehört in dem vorigen Vortrag, da bestimmt der Bundestag, wann, wo, wie viele Soldatinnen und Soldaten entsandt werden. Bei zivilen Friedensmaßnahmen ist das anders. Da gilt das sogenannte Ressortprinzip. Es entscheidet also jedes Ministerium selbst, was in dem ihm zugeordneten Aufgabenbereich gemacht wird. Dazu möchte ich Ihnen aber erst einen Einblick in die Struktur im Ausland geben. Sie sehen in der Folie die Botschaft. Das Auswärtige Amt hat sogenannte Botschaften in fast jedem Land dieser Welt und da arbeiten Referentinnen aus dem Auswärtigen Amt, aber auch kurz Verbindungsbeamte aus dem BMZ, dem Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch Verbindungsbeamte aus Polizei und Militär. Die Arbeiten sind auf längere Zeit entsandt in die jeweiligen Kontexte und die arbeiten mit ihren jeweiligen nationalen Gegenspielern zusammen. Also ein Polizist, nehmen wir wieder den aus NRW, ist entsandt in ein bestimmtes Land und der baut eine Arbeitsbeziehung zu den Polizistinnen und Polizisten in diesem Land auf. Das heißt, er entwickelt ein sehr tiefgehendes Verständnis davon, welche Potenziale für Konflikte es auch in diesem Land gibt. Und dieser Polizist wird zurückmelden an, in diesem Fall, das BMI, dem die nachgeordnet sind. Und so macht es jede einzelne Referentengruppe. Also der Referent aus dem Auswärtigen Amt berichtet ans Auswärtige Amt, der Militär aus dem Bundesministerium der Verteidigung berichtet an die. Dann haben wir die BZ-Referenten, die berichten an BMZ und wie gesagt die Polizei, die an das BMI entwickelt. Und so entsteht in Berlin, in den Ministerien, in der Hauptstadt, ein besseres Verständnis davon, was Krisenpotenziale sind. Und so entscheiden diese Ministerien dann im Rahmen des Ressortprinzips, was sie denken, was gute Maßnahmen sind, die diese Krisen positiv beeinflussen könnten. Sie sehen aber, dass die Zusammenarbeit eher innerhalb der Ressorts bleibt und nicht so sehr zwischen den Ressorts. Es gibt wenige strukturierte Austauschmechanismen zwischen den Ressorts. Was es aber gibt, ist so eine, sag mal, auf Zuruf auf Arbeitsebene. Also, dass der Referent aus einem bestimmten Land, der im BMI arbeitet, seinen Kollegen im AA anruft und im Auswärtigen Amt anruft und die dann gemeinsam Gespräche starten. Aber diesen wirklich strukturierten Zusammenbau sehen wir eher in den selteneren Fällen. So. Ich hoffe, dass ich Ihnen bis hierhin einen guten Eindruck davon geben konnte, worum es bei ziviler Friedenssicherung gehen soll. Ich hoffe jetzt aber natürlich auf Ihre vielen Fragen, die Sie im Vorfeld schon hatten, anklingen lassen, weil ich glaube, da können wir noch mal tiefer in die Diskussion einsteigen und da freue ich mich drauf. Ja, vielen Dank, Frau Vogt, für diesen wunderbaren Einblick, für diesen Ritt durch das Thema zivile Friedenssicherung. Ein sehr komplexes Thema. Ja, Fragen von Ihnen. Vielleicht können wir das Bildschirm teilen, erstmal beenden. Danke. Welche Fragen haben Sie an Frau Vogt? Frau Müller, bitte. Ich habe vielleicht zwei Fragen. Zu einem habe ich Sie richtig verstanden, dass die zivilen Friedensmaßnahmen relativ neu sind, weil aus der geschichtlichen Rückblick sah man, dass es quasi nach den Jugoslawienkriegen zu Vermehrung von diesen zivilen Friedensmaßnahmen stattgefunden hat. Und die
Zweite Frage ist, wir haben auch in unserer Gruppe gesagt, wir wollen ja keinen militärischen Einsatz, wenn es um wirtschaftlich motiviert ist. Hier haben Sie aber auch gesagt, Länder mit unsicheren Maßnahmen handeln weniger. Das sind für mich auch wirtschaftliche Motivationen, die dahinter stecken. Können Sie dazu was sagen oder Position einnehmen? Ich würde sagen, wir beantworten direkt. Genau. Das wäre meine Frage, ob wir sammeln wollen, aber ja, genau. Frau Müller, vielen Dank. Zwei sehr wichtige Fragen. Also einmal sind zivile Friedensmaßnahmen neu. Wie ich da am Anfang gesagt hatte, gab es vorher schon die Entwicklungszusammenarbeit. Die Entwicklungszusammenarbeit ist aber nicht gleichzusetzen mit diesem Stabilisierungsinstrumentenkasten, den wir heute sehen. Also ich will sagen, es gab nicht erst Militär und dann hat man angefangen, sich zivil zu engagieren. Nein, vorher gab es die Entwicklungszusammenarbeit. Aber diese Stabilisierungsmaßnahmen, die ich Ihnen in dieser Folie mit diesen vielen Kasten vorgestellt hatte, die ist in Deutschland tatsächlich relativ neu. Die zweite Frage war zu wirtschaftlichen Motivationen hinter diesen Einsätzen. Und da habe ich ja am Anfang gesagt, dass alles, was ich Ihnen aktuell erzähle, aus diesen Krisenleitlinien kommt. Und da steht das drin. Also das ist tatsächlich nichts, was ich mir zusammengereimt habe, sondern dass Deutschlands eigene Stabilität vom internationalen funktionierenden Handel abhängt, so sieht die Bundesregierung das. Und deswegen ist das ein Grund, nicht der Grund, aber ein Grund dafür, warum Deutschland sich mit zivilen Friedensmaßnahmen im Ausland stabilisierend einsetzt.